Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute will ich euch zwei meiner besondersten Pflanzen zeigen. Die erste seht ihr schon und ich glaube, ihr könnt auch erraten, was das für eine Pflanze ist. Das ist der Philodendron Melanocrysum. Er ist wunderschön und ich habe ihn als Pflanze gekauft, da ging er ungefähr bis hier. Also nur die 5 Blätter hier. Und jetzt ist er gewachsen, jetzt hat er einen ganz langen Stiel bekommen. Da hat er kein einziges Blatt leider bekommen. Da sind 3 Augen. Also 3 Blätter hat er leider nicht bekommen. Aber da oben hat er jetzt wieder 2 kleine süße Mini-Blätter bekommen. Und mir ist das Stativ runtergefallen. Da hat er 2 kleine süße Mini-Blätter bekommen. Und da wächst er auch schon wieder weiter. Und da ganz oben, da kriegt er auch wieder ein neues Blatt gerade. Das heißt, er ist riesig groß und ich finde ihn wunderschön. Diese Blattfärbung ist auch mega, mega cool. Und ich bin einfach nur verliebt in ihn. Denn er hat halt so super schöne längliche Blätter. Wie man hier sieht, wenn man so im Vergleich meine Hand mal nimmt, die ist ungefähr genauso groß wie das Blatt. Also riesig groß. Er ist auch sehr leicht zu pflegen. Ich habe ihn jetzt in Kokosfasererde, die saugt sehr viel Wasser auf. Deshalb gieße ich ihn circa alle 2 Wochen, aber immer die Fingerregel beachten. Wenn man den Finger 2 cm reinsteckt, wenn es trocken ist, gießen, ne? Weil es kommt immer darauf an, wie warm es bei euch zu Hause ist. Wenn es wärmer ist, dann trocknet die Erde natürlich schneller aus. Aber ansonsten ist er eine super easy Pflanze. Er wächst super, super schnell. Diese zwei Blätter da oben. Ich habe ihn ja wie gesagt gekauft. Da ging er ungefähr bis hier. Und deshalb ist jetzt das ganze Stück hier gewachsen. Und das hat jetzt circa 2 Monate gedauert. Das heißt, es geht ganz gut mit dem Wachstum. Jetzt fängt er wieder an. Jetzt wächst er immer schneller und schneller. Und ja, wir fahren bald auch in Urlaub. Und ich bin echt gespannt, wie er dann aussieht, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen. Ja, eine super pflegeleichte Pflanze. Das Einzige, was man sagen muss, er hat sehr samtige Blätter. Und bei diesen samtigen Blättern ist das Ding, im Winter kommen gerne mal Schädlinge, zum Beispiel Spinnmilben und so. Und das ist bei dem ein bisschen problematischer. Deshalb würde ich ihn im Winter öfters mal abduschen, weil sonst können sich schnell Schädlinge auf ihn finden, denn der hat super schöne, softy, weiche Blätter. Ja, ich habe ihn jetzt alle 2 Wochen einmal abgeduscht. Das hat ihm auf jeden Fall auch gut getan. Der ganze Staub ist von den Blättern runter und gleichzeitig habe ich ihn auch gegossen dabei. Also ist ein super Ding. Das könnt ihr generell mit allen Pflanzen machen, die ab und zu mal abduschen. Das tut denen super gut. Dann befreien sich die Blätter auf kleinen Miniwald und da lagen so ein paar komische Bambusstäbe. Habe ich den einfach mitgenommen, zurechtgeschnitten, habe ihn da jetzt provisorisch reingesteckt, weil ich gerade keinen längeren Stab hatte. Der alte Stab von ihm war nämlich der hier, den habe ich immer noch. Und der ging gerade mal bis hier und oben ist er schon abgeknickt. Und das war halt so ein Problem, sonst wäre mir oben die Spitze da weggeknickt. Das wollte ich natürlich nicht und deshalb habe ich ihn so provisorisch jetzt an dieses Teil dran gebunden. Und ich werde ihn auf jeden Fall bald mal wieder umtopfen, weil der Topf ist wieder zu klein für ihn. Und dann werde ich auch einen richtigen Rangstab, so einen Moosstab, da reinstecken, damit er es besser hat. Da kann ich, wenn ich das mal mache, ich weiß nicht, wann ich das mache, wahrscheinlich, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, das mal machen. Ihr könnt mir übrigens auch gerne auf Instagram folgen, da werde ich auch öfters mal Fotos senden. Da werde ich euch auch sagen, wann ich in Urlaub fahre, werde vielleicht auch ein paar Fotos posten und ja. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit der zweiten super coolen Pflanze von mir. Wie ihr sehen könnt, das ist ein... Wir haben jetzt ein kleines Problem. Die Pflanze ist nämlich ziemlich groß und ihr seht vielleicht, das sieht aus wie ein Philodendron. Na klar, herzförmiges Blatt, wunderschön. Bei dieser Pflanze handelt es sich um einen Philodendron Plumanii. Er hat 4 riesige Blätter. Ich kriege die gerade nicht alle drauf. Ich versuche es gleich nochmal aus einer anderen Perspektive, aber er ist wunderschön, wie ihr sehen könnt, ne? Er hat zwar eine sehr lange Stiele, ich weiß nicht, was er mit denen haben will, aber er ist halt wunderschön. Und jetzt noch so ein paar Fakten dazu. Plumanii, der kriegt gerade bei mir nämlich einen Neuaustrieb
Und das ist so wahnsinnig toll. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann werdet ihr auf jeden Fall mitverfolgen können, wie das wächst, das Teil. Denn das wächst echt schnell. Da seht ihr den ganzen Austrieb, der ist einfach riesig groß. Und es war ungefähr so. Fokussierst du jetzt mal? Nee, kein Bock, aber egal. Vor ein paar Wochen, keine Ahnung, vor 2 Wochen oder so, war das Teil so bis hier. Da hat so eine kleine Spitze rausgeguckt. Und jetzt innerhalb von 2 Wochen ist einfach dieses riesige Teil hier entstanden. Und ja, es wächst inzwischen echt schnell. Und ich bin gespannt, wie das Blatt so aussehen wird. Denn dieser Philodendron plumani ist einfach wunderschön, ich muss es euch sagen. Er ist auch super pflegeleicht. Ich gieße ihn ungefähr so oft wie den Melanochrysum. Das Ding ist einfach, dass der Plumani ein bisschen günstiger ist als der Melanochrysum, denn der Melanochrysum ist eine echt seltene Pflanze. Die kriegt man in Deutschland nicht in jedem Gartencenter, würde ich sagen. Der ist auch super pflegeleicht. Der hat nicht so samtige Blätter. Das heißt, habt ihr bei ihm nicht so viele Probleme mit so Schädlingen und so. Wobei, ich hatte letztens das Gefühl, dass mein Plumani Trypse hat, aber ich glaube, der hatte die doch nicht, sondern das waren irgendwelche anderen Ungeziefer. Der hatte nämlich so komische Punkte überall. Ich habe die auf jeden Fall loswerden lassen oder irgendwie so, keine Ahnung. Und ja, jetzt ist er wieder wunderschön. Jetzt zeige ich ihn vielleicht nochmal ganz, weil die 4 Blätter sind ganz schön breit auseinander, deshalb kriege ich sie nicht alle gleichzeitig drauf. So, hier sieht man nochmal so ein bisschen die Pflanze. Eins, zwei und das dritte Blatt. Und das vierte ist da hinten. Hier, das hier. Das ist auch das neueste. Aber wenn ihr die Pflanze nochmal genauer sehen wollt oder das neueste Blatt sehen wollt, dann könnt ihr mir, wie gesagt, auf Instagram folgen. Da bin ich auch online. Und da habe ich letztens ein tolles Blatt gepostet von meinem Plumani. Und ja, ich bin sehr stolz auf ihn, denn er ist so wunderschön. Ich empfehle ihn euch einfach, weil er wächst super schnell, ist wunderschön und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ciao, bis zum nächsten Video. Das kommt nächste Woche, Donnerstag, wie gesagt, wieder. Und ja, ich freue mich schon wieder aufs nächste Video und da werde ich euch, glaube ich, weiter meine Pflanzensammlung vorstellen und zeigen. Ciao!